So, es hilft ja alles nichts. Herzlich willkommen zurück zu GTA 3. Wir müssen nochmal Expresso to go machen. Und diesmal stelle ich mich einfach klüger an, denn mir ist ja aufgefallen, dass die Zeit erst läuft, wenn man den ersten Stand zerstört hat. Und wenn ich jetzt einfach clever bin und zuerst den am weit entferntesten kaputt mache... Oh, okay, Kartell. Ich sollte mich vielleicht gleich mal verpissen. Dann wird es nämlich wohl so sein, dass ich die Chance habe, das zeitlich einfach etwas besser zu machen, denn beim letzten Mal haben uns ja, was weiß ich, 10 Sekunden oder so gefehlt. Aber wenn ich mit dem jetzt hier, mit dem hier in Chance Vale anfange, beim Krankenhaus, dann direkt rüberfahre zum Flughafen, dann die in Staten Island abklappere und dann nochmal rüber nach Portland fahre, dann glaube ich, sollte das funktionieren. Denn ich hatte ja den, naja, ich sag mal, nicht direkt ein Fehler, aber es war nicht clever, in Staten Island alle abzufahren, dann nach Chance Vale zu fahren und dann nochmal den ganz langen Weg nach Portland, weil das sind ja dann, ist ja dann doppelter Weg. Und deswegen denke ich, wäre es sinnvoll, wenn ich jetzt erst einmal hier mit denen beiden anfange, dann die, wie viel sind es? 6? Ne, 5, glaube ich. 5 in Staten Island, was ja auch recht einfach von hier zu erreichen ist auch noch. Und dann sollte ich eigentlich genug Zeit haben, noch ganz chillig nach Portland zu fahren, um die letzten beiden dort zu erwischen. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Ich fange hier mit dem Yakuza-Stinger. Der ist schnell und ein bisschen robuster. Hier, schöner Motor. Geiler Scheiß. So, und der erste wäre direkt hier unten. Sollte noch direkt mal den Sprung wagen. Nicht, dass mir das am Ende Zeit kostet, aber das habe ich sogar ganz gut gelöst. Denn ich bin nämlich dann direkt hier unten im Park und kann diesen Asi da drüben kaputt machen. Und überfahren durfte ich auch gleich noch, einmal weil du ein Arsch bist. Wunderbar. Wir sind... Oh, fuck. Okay, so viel zum Thema Robustheit. Ja, irgendeinen Wagen will ich jetzt wohl dann doch schon ganz gerne haben. Nicht unbedingt den Cabby. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass die Stände, die man entdeckt, die werden eingezeichnet und bleiben eingezeichnet. Das heißt, rein theoretisch hätte ich sogar alle 9... Oh, geh doch weg, Junge. Hätte ich erst einmal alle 9 finden können, um dann an der Karte genau zu erkennen, wo die denn sind. Das würde auch nochmal einiges einfacher machen. Oh, scheiße, der hat mich jetzt hier fast erledigt. So, der Arschloch. Nicht mit mir. So, leider weiß ich jetzt... Heilige, der fährt da gleich drauf. Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, wo der Rest denn ist. Das heißt, das müsste ich jetzt selber nochmal rausfinden. Denn gemerkt habe ich mir das leider nicht. War denn da hinten beim Stadion nicht noch einer? Nicht, dass mich das jetzt ins Verderben reitet, weil ich nicht mehr weiß, wo die waren. Schade, hier war schon mal keiner. Keine Hoffnung, dass ich jetzt hier mit dem Cheater gut durch die Stadt rasen kann. Boah, krass, bin ich gerade vom Controller abgekommen. Dass ich die irgendwie noch finde. Ich meine, rein theoretisch finden war nicht schwierig beim ersten Mal. Mir hat halt einfach nur die Zeit gefehlt, weil ich nicht clever genug vorgegangen bin. Das heißt, ich sag mal 4,5 Minuten. Das muss eigentlich reichen. Kann ich auch? Oh, gib mir den. Nein! Doch, nein. Na toll, Bullet. Ja, doch. Werden mich zwar die Bullen gleich aufhalten, aber das ist mir relativ Wurst. Denn die kommen eh nicht hinterher. So, du als nächstes. War das Nummer 6? Jetzt ist eh nur noch einer. Der müsste doch auch da hinten irgendwo gewesen sein. Weil das ist ja der Vorteil, so groß ist die Stadt ja dann doch nicht. Jawohl, genau da hinten war er. Den musste ich sogar noch. Aha. Bam! What the fuck? So, ne, also mir hat es echt gereicht. Ich habe euch das jetzt auch zusammengeschnitten.
weil der Start ja eigentlich alles gar nicht wahr sein soll. Der letzte jetzt noch 2 Minuten Zeit, liegt super gut in der Zeit. Da oben ist er. Ich nehme jetzt auch hier so einen Schwertransporter, damit er mich jetzt nicht noch irgendwie zerschießt mit einem Schuss. Oh oh. Aber die Mafia. Die Mafia-Freunde. Egal, nur noch drauf und kaputt und Mission geschafft. Jawohl. Gut, das zählt. Mehr nicht. Jetzt einfach bitte nur aus dem Mafia-Gebiet abhauen. Dann ist alles in Ordnung. What the fuck? Okay, oh oh. Genau. Jetzt möglichst noch schnell verpissen. Und dann passt das hier. So. Hey Burro, deine Mission interessiert mich gerade einen Scheiß. Ich möchte das Ding jetzt eigentlich hier nur noch speichern. Weil dann ist nämlich endlich die zweite Mission von Asuka im Kasten. Und damit dürften wir auch direkt zur letzten von ihr kommen. Wir sammeln natürlich nochmal kurz alles ein. Ich weiß aber gar nicht, ob ich direkt damit weitermachen werde. Ich hatte eigentlich noch ein bisschen was anderes vor. Jawohl. So, das Ding ist im Kasten. Jetzt kann passieren, was will. Mir ist das absolut scheißegal. Was natürlich noch interessant wäre, ob endlich mal der BF Injection dort ist. Der sollte eigentlich doch mal da sein. Und holy shit, er ist es endlich. Er ist es endlich. Der BF Injection, da ist er. Das Auto, an dem der gute Tony rumgebastelt hat in seiner Werkstatt, als wir ihn kennengelernt haben. Man ging davon aus, es ist seiner, aber nein, es ist der von Misty. Und ja, diesen Wagen müssen wir jetzt noch in die, ups, Entschuldigung, in die Import-Export-Garage in Chasse Belle bringen. Und genau das versuche ich einfach mal. Sobald man diesen Wagen einmal betreten hat, taucht er überall in der Stadt auf. Aber man muss ihn halt vorher erst einmal betreten. Das ist sehr gut, dann können wir in diesem Part sogar noch die Import-Export-Garage beenden. Alles optimalst, würde ich sagen. Oh Mann, ich finde den geil. Ich habe den damals so gefeiert. Einfach weil es ein offener Buggy ist, ne? Und der auch nicht mal langsam ist. Also der gibt schon auch gut Gas. Also der macht richtig viel Spaß zu fahren. Und die Bullen suchen mich immer noch. Ja, ja, mal so ein BF Injection Clown ist schon eine harte Geschichte. So. Weiß ich den Weg noch? Ich hoffe es mal. Shoreside Vale. Die Import-Export-Garage, der letzte Wagen, der einzige, der uns nicht permanent vor die Füße gefahren ist. Mann, was war denn das für eine geile Folge. Aber jetzt hat erstmal Heile dahin bringen. Heile. Heilige, das war schon wieder eine ganz enge Kiste. Oh. Okay, ich bin drüber, alles gut. Nicht, dass mir jetzt hier noch, dass es mich noch dreht. Hier wegmachen. So. Puh, aber noch ist das Ding nicht safe, weil wenn ich da jetzt rausfliege, darf ich trotzdem wieder warten, bis er irgendwie auftaucht. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Wäre jetzt richtig geil, Asuka-Mission beendet, Import-Export-Garage beendet. Aber das müsste doch eigentlich hinhauen. Wo war der Spaß nochmal? Ne, Moment. Da oben war's. Da oben war's. Immerhin ist auch ein bisschen robust. Also, ich denke mal, mit diesem Wagen macht man jetzt nicht wirklich viel falsch. Er ist halt sehr breit. Das heißt, passt nirgends durch. So, da oben. Import-Export-Garage. Das letzte Auto, wie wir hier in der Liste sehen. Und damit ist es geschafft. Alle geordneten Autos geliefert. Es gibt nochmal Mega Cash und jetzt können wir uns auch jederzeit hier die Autos aussuchen, auf die wir Bock haben. Und das ist natürlich sehr cool, weil hier eben einige geile Wagen zur Verfügung stehen. Letztendlich holen wir uns einfach nochmal den BF. So, und jetzt fährt er überall in der Stadt auch rum. Das heißt, auch die ganzen NPCs werden diesen Wagen besitzen. Er ist quasi jetzt gerade auf den Markt gekommen und werden ihn dementsprechend auch fahren.
So, was mir aber immer noch fehlt, ist der dämliche Monster Stunt hier, der letzte Monster Stunt. Und der befindet sich immer noch an einem Ort, den ich nicht weiß, wo er denn sein soll. Da war 8-Balls Werkstatt. Ich muss den doch jetzt irgendwie mal finden. Ach, hier haben wir gesagt, konnten wir Dinger kaufen, ne? Pain Spray. Aber diese Monster Stunt, also. Ich weiß, dass er hier ist. Ich weiß, dass er hier ist. Warte mal, für den Monster Stunt brauche ich sowieso einen wendigen, schnellen. Und vor allem nicht so breiten. Es kann nicht diese Garage, diese Schanze sein. Es ist irgendwas anderes. Das Problem ist nur, ach du Scheiße. Guck mal, da ist das Päckchen. Also ist neben der Schanze doch noch ein Päckchen. Das heißt, du musst da doch noch mal reinfliegen. Okay. Dieses Päckchen, ey. Das haben wir beim letzten Mal schon gesucht. Ja, im Prinzip nicht gefunden. Also im Prinzip schon, aber. Mal da drin landen, bitte. Hoffentlich reicht's. Ja, sieht gut aus. Perfekt sogar. Perfekt sogar. Und da liegt's. Wunderbar. Das ist das 89. Päckchen, meine lieben Freunde. So, und jetzt, wo wir schon hier sind, klar, testen wir es aus. Aber das ist der nicht. Ich weiß es deswegen, weil ein Rampage in der Nähe des Päckchen, in der Nähe des Monster Stunts ist. Ja, wie willst du denn da auf Monster Stunt drauf machen? Also. Oh, aufsteigen. Wow. Okay, wir werden eh nochmal auf der Straße gelandet, aber trotzdem, wow. Das war knapp. Das ist nämlich blöd, weil mit den Rampages wollte ich auch langsam mal anfangen. Aber wenn ich das Rampage nicht finde. Ey, das nervt mich echt, dass es dass es der nicht ist. Der ist so geil. So eine geile Vorlage. Aber er ist es nicht. Er müsste wirklich hier irgendwo sein. Ich finde den einfach nicht. Nee, auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, nachdem ich jetzt hier nichts mehr weiter finde, werde ich vielleicht versuchen, jetzt noch wenigstens das 90. Päckchen zu finden, ja? Das sollte doch eigentlich mal machbar sein. Das 90. Päckchen, ich meine, was haben wir jetzt gerade für eins gefunden? Das war Nummer 80. Also zumindest hier auf meiner Karte, wie gesagt. Ne? Muss man ja benutzen, ansonsten wird man das ja nie finden. Und es gibt noch ein weiteres, nämlich Nummer 83, hinter dem Gebäude zwischen den Ölfässern.
Das sollte ich eigentlich hinkriegen. Das müsste sogar hier sein. Das heißt, ich muss hier irgendwie rein. Da zwischen den Ölfässern. Da werde ich durch den Sprung nicht reinkommen. Vielleicht ist es dann hier irgendwo drin. Zwischen den Ölfässern. Das heißt, du musst hier... Nehmen wir mal, das habe ich doch schon, oder? Ich meine, das hätte ich sogar schon. Das ist natürlich blöd, wenn ich mir das jetzt nicht gleichzeitig auf der Karte markiert hätte. Das wäre sehr blöd. Auf der anderen Seite, ich habe hier nur noch 11 auf der Karte. Zwischen den Ölfässern. Also Ölfässer sehe ich jetzt aber hier auch nicht. Ich meine zwar trotzdem, dass ich hier eins gefunden hätte. Aber von Ölfässern kann man jetzt hier nicht reden. Ich bin doch hier richtig, oder? Oder muss ich noch eine weiter? Das ist alles gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also alle 100 Päckchen finden, finde ich schon schwer. Es ist ohne Lösung einfach nicht machbar. Ich bin hier falsch. Ich muss nur eine weiter. Hier wäre es. Da muss ich irgendwie mal gucken, ob ich da reinkomme. Schauen wir mal, wo hier ein Eingang ist. Ist hier überhaupt einer? Ja. Hier war ich ja gerade schon mal. Aber ich muss da hinten rein. Da hinten, aber man sieht sogar. Wie komme ich denn da rein? Kann ich da nicht dran vorbeilaufen hier? Oh, Tatsache. Nice. Das ist es, Mann. Die M16 wurde im Versteck abgeliefert. Angeliefert. Ja, endlich die M16. Einfach eine mächtige Waffe, die viel Spaß macht. Ja, geil, dann habe ich das wenigstens. Habe ich das hinter dem Krankenhaus schon? Laut Karte nicht. Oh oh. Oh oh, lass mich doch durch. Angeblich habe ich es nicht. Aber das kommt mir komisch vor. Das hinter dem Krankenhaus ist mega easy. Das findet man auch so. Da bilde ich mir echt ein, dass ich das habe. Ich fahre jetzt mal hin und gucke. Wer weiß, vielleicht haben wir es ja nicht. Dann wäre es natürlich nochmal ein sehr leichtes Päckchen. Ein geschenktes Päckchen. Und auf der anderen Seite, so sage ich auch wieder, waren wir jemals hinter einem Krankenhaus? Wir sagen, probieren geht über studieren. Schauen wir uns das einfach an. Wir waren es. Nicht! Sehr geil, Päckchen Nummer 91. Sehr stark. Oh man, Päckchen Nummer 91. Wir könnten im nächsten Part eigentlich alle 100 machen, ne? Weil es sind eh nur noch drei Missionen. Eine Azuka, eine Ray und ein Finale. Das wäre schon geil. Schauen wir mal, bist du offen? Nice. So, es gibt nämlich noch zwei direkt nebeneinander. Das würde ich doch auch gerne nochmal machen. Das ist von hier aus auch direkt in der Nähe. Muss ich nur nach unten fahren eigentlich. Hier links runter. Oh, das hat schön gematscht. So, mal sehen, ob ich das jetzt finde. Eins ist nämlich wieder auf dem Dach. Dieses typische Dachgedöns. Mag ich ja überhaupt nicht. Im Endeffekt ist es schon hier. Ich muss hier rein. Hier muss ich rein, hier wäre es. Und das ist auf dem Dach. Oh, okay, vielleicht ist es sogar gar nicht so schwer, weil ich da einfach hochlaufen kann. Das wäre mir sehr recht. Das wäre mir sogar sehr recht. Oh, das sieht gut aus. Oh, da ist sogar ein Rampage. Ah. Da ist ja sogar ein Rampage. Dafür finde ich das Päckchen jetzt nicht. Oder ist es irgendwo ganz da hinten und noch nicht aufgeploppt? Aufgepoppt? Oh, okay.
Nee. Päckchen. Vielleicht auf der anderen Seite oder nur auf dem Vordach. Da ist es. Okay, auf der anderen Seite. Mal eben rüberspringen. Gut, dann holen wir uns das Päckchen. Und ich bin ja eigentlich schon... Ist schon sehr verlockend, dieses Rampage jetzt zu versuchen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr verlockend. Ach scheiße, da bin ich jetzt ziemlich schlecht gesprungen. Ansonsten hätte ich den Sprung vielleicht sogar geschafft. Wollen wir es mal probieren? Komm, wir haben ja nicht viel zu verlieren, oder? Außer natürlich alle unsere Waffen. Aber ich sag's mal so. So viele sind es jetzt dann doch nicht, dass ich heulen würde. Ist wahrscheinlich eh irgendwas mit... Oh. Fahrzeuge in... Das sieht machbar aus. Mit einem Raketenwerfer Fahrzeuge zerstören. Und dann nur 15 Stück. Also ich sag's mal so. Oh, da hinten sind Bullen. Die muss ich nicht unbedingt gleich zerstören. Will mir ja nicht gleich 3 Sterne an den Hals setzen. So, wie viele sind's noch? 9. Einziger Nachteil ist halt hier, muss halt hier echt warten auf die Fahrzeuge, aber ich sag mal so, 2,5 Minuten, das sollte eigentlich drin sein. So, 3 Stände wird dann jetzt deutlich interessanter. 4 sind es aber nur noch. Oh, Heli. Ich glaube, wir haben eh noch nie einen Heli abgeschossen. Dann fangen wir doch damit mal an. Na, lass mal die Bullenfahrzeuge mal kommen. Die werden mir dann auf jeden Fall gut helfen. Es ist sogar... Ja, das war's. Gott sei Dank verschwindet das Ding. Und immerhin Amoklauf beendet. So stelle ich mir das vor. Päckchen finden, Amoklauf machen. Mission schaffen. Ein exzellenter Part, meine lieben Freunde. Jetzt hole ich noch das eine Päckchen. Ach, ah, ich dachte schon, mein Wagen ist weg. Der Sturz sah irgendwie ekelhaft aus, als würde ich noch mit dem Bein am Fahrzeug hängen bleiben. Richtig schön schmerzhaft. So, eins ist jetzt noch irgendein Poster da hinten. Punk-Noodles. Vollgas und so. So, hier müssten irgendwo Poster sein. Oder ist es sogar da hinten? Zwischen der Rückwand und der Turtlehead-Garage. Okay, also in der Rückwand. Das heißt, ich hätte hier rein müssen. Und dann wahrscheinlich hier. Ja! Nice! Das 93. Päckchen, Mann. Ich flipp aus, wenn ich das schaffe, Mann. Ich hatte noch nie 100 Päckchen. In GTA 3. Ist ja abgefahren. Nice. Wunderbar, jetzt haben wir echt viel geschafft. Jetzt wird es Zeit, dass wir das Ding mal abspeichern. Und dementsprechend werde ich jetzt nach Hause fahren. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr seid genauso begeistert vom Fortschritt, den wir hier in dieser Folge machen. Bin gewillt, jetzt den letzten Monsterstand zu suchen. Dementsprechend auch das Rampage. Dann machen wir vielleicht die Rampages weiter. Und dann haben wir nämlich alles, alle Päckchen, alle Monsterstand, alle Rampages. Dann kann ich noch auf R meine Taxifahrten machen. Dann können wir das Spiel beenden, Leute. Wir haben alle anderen Nebenmissionen. Boah, ist das abgefahren, Mann. Wir sind echt kurz vor den 100%. Ansonsten ist alles gemacht. Dann machen wir die letzte Azuka-Mission. Dann machen wir den Ray. Dann machen wir die letzten Reste, die uns noch irgendwie gerade fehlen. Und dann... Ist GTA 3 vorbei? Da haben wir schon 3 drin. Okay, dann ist wurscht. So, dann können wir uns jetzt hier auch zum ersten Mal unsere M16 abholen. Da ist sie. Geiler Scheiß. Ich speichere das Spiel und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!